Der Winter scheint um zu sein, so langsam geht das an Reinigungsflug. Gestern schon so ein paar vereinzelte. Heute ist es das erste Mal 9 Grad. Seit einer Stunde scheint da die Sonne drauf. Ich habe vorgestern die Windeln eingeschoben, damit die das ein bisschen wärmer haben. Damit es bei der Sonne dann auch wirklich losgeht. Ja, hat's getan, glaube ich. Die Mädels scheißen ganz ordentlich die Wege voll. Man guckt zwar mal rein, ob sie noch genug Futter haben und ob sich da noch was bewegt. Aber wenn sie dann im Frühjahr wieder fliegen, ist das doch immer wieder eine Erleichterung. Ja, Ruf, was ist das denn? Einer hat da doch eben Pollen eingetragen, oder? Was war das? Ja, Hasel, Erle, Krokusse, Schneeglöckchen. War das schon da? Da war noch irgendein oranger Pollen, aber nicht viel. Das riecht nach Krokus. Ein Ableger auf Reinigungsflug. Naja, letztjähriger Ableger, das nennt man jetzt wohl Jungvolk. Zumindest hat sie eine Zarge voll, das kriegt jetzt in einer Woche, zweite Brutraumzarge. Und ich habe die ganzen Haare voll Bienen. Elendes Wackelhandy. Tja, Reinigungsflug. Wenn man sich mal anguckt, was da, na ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber was da schon so an Bauresten rumliegt, dann sind die so richtig satt in Brut. Da ist was. Da sind Bienen mit Pollen. Irgendwo. Ich sehe sie nicht mehr. Wie soll das auch gehen? Vielleicht sehe ich sie nachher. Es irritiert ja doch immer wieder, wenn es einem neben seinem so rauscht. Hier fliegt's. Endlich gestern nur so ein bisschen. Was willst du denn da oben? Sich wieder mit den Bussarden kloppen? Kennen wir schon. So, ich lass das mal. Mir wird's zu viel. Ich hab so 20, 30 Bienen im Genick und auf dem Kopf sitzen. Noch tun sie mir nichts, aber wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit mir hier im Schatten versauern, weiß ich nicht, was das wird.